Hört auf! Es wird Zeit zu sehen, was denn Margot sich wünscht. In Ordnung, ein Burger. Das ist ganz schön toll. Sind alle bereit für die Challenge? Na dann wollen wir loslegen. Oma beginnt mit dem Brötchen. Ja, getoastete Brötchen schmecken gleich viel besser. Jetzt brauchen wir Hackfleisch. Die Oma macht aus dem Hackfleisch Hackfleischbällchen, legt sie auf die Pfanne und drückt sie mit dem Spatel fertig. Darauf kommt jetzt eine Scheibe leckerer Käse und natürlich eine Tomate, Zwiebel und das Brötchen obendrauf. Hooray! Super! Jetzt ist die Schwester dran. Ganz normale Brötchen passen ihr nicht. Was? Ein Donut? Der sieht ja appetitlich aus. Die Schwester schneidet ihn in zwei Hälften und nimmt sich Schokolade. Das ist ja mega süß. Aber hier kommt noch etwas. Ah, das ist ja saures Gel. Ganz schön gut, aber sauer. Und jetzt noch ein paar Marshmallows. Jetzt noch ein paar Gummibärchen und Beerensirup. Ja, warum nicht? Jetzt kommt noch der Donut obendrauf und fertig sind wir. Wunderschön. Der Oma scheint das ganz schön zu gefallen. Aber Wednesday lässt sich nicht beeindrucken. Wir beginnen wie immer mit den Brötchen, aber natürlich mit schwarzen. Jetzt braten wir die Boulette. Was macht denn Wednesday da mit dem Käse? Oh wow, sieht ja richtig cool aus. Jetzt ein Stück Gurke. Wow, dieser Burger sieht ja so aus, als hätte er einen Mund. Aber hier fehlt noch was. Gut, dass das eiskalte Händchen stets zur Hilfe steht. Ah, wir brauchen ein paar Glotzer. Sieht aus, als ob das hier Wednesday braucht. Ach, Oma, bitte beruhig dich. Die Hand ist ganz harmlos. Absolut. Also, Wednesday hat jetzt diese Augen. Und die kommen jetzt auf den Burger drauf. Schaut euch dieses Monster an. Ganz schön gruselig, aber trotzdem appetitlich. Na, Margot, probier was. Oh, ich bin am Verhungern. Oh, dieser Burger sieht richtig toll aus. Probieren wir mal. Ganz schön lecker. Und was haben wir jetzt? Sieht ganz schön normal aus. Sind das etwa Zwiebeln? Das werde ich nicht essen. Und was haben wir hier? Oh, ich liebe diese Gummibärchen. Oh, so viele Süßigkeiten. Also, ich suche mir einen Gewinner aus. Und das ist der Burger von Wednesday. Schmeckt richtig gut. Na, gut gemacht, Wednesday. Will die etwa lächeln? Oh, schaut euch das an. Wednesday lächelt. Und jetzt ist es ihr zu peinlich. Oh, sieht so aus, als würden sich die Schwester und das Händchen gut verstehen. Aber es ist Zeit, für das Händchen nach Hause zu gehen. Und unsere Helden sollten das nächste Gericht kochen. Heiße Schokolade. Die lieben wir doch alle, oder? Ich hoffe, alle sind bereit. Los geht's. Die Oma kocht wieder zuerst. Sie schüttet die Milch in einen Topf, gibt Kakaopulver hinzu. Jetzt alles schön umrühren. Oh ja, eine Tafel Schokolade macht den Geschmack noch intensiver. Oh, das sieht ja schön aus. Oma gießt die heiße Schokolade in ihren Lieblingsbecher. Diese Art von heißer Schokolade wärmt jeden auf. Jetzt ist die Schwester dran. Hey, pass auf, du solltest die Schokolade nicht ganz aufessen. Ja, Oma hat recht. Man muss ein bisschen Zucker hinzufügen. Oh Mann, was hat die denn vor? Schaut euch diese Naschkatze an. Oh, das ist ein bisschen zu viel Zucker für die Oma. Okay, Zeit, Milch hinzuzufügen. Vorsicht! Oh, Schwester, du solltest vorsichtiger sein. Du verschwendest ja die Milch. Jetzt ein bisschen Lebensmittelfarbe. Oh, schaut euch diese Schönheit an. Diese Creme ist so bunt. Und das sieht ganz schön appetitlich aus. Hier kommen noch ein paar Streusel drauf. Das ist ja schön serviert. Also allerhand. Jetzt kommt hier noch ein bisschen Schlagsahne obendrauf. Und ein paar Marshmallows. Oh, und das ist noch nicht alles. Oh, was für süße Figuren. Ich frage mich, ob die auch essbar sind. Und natürlich dürfen wir den Strohhalm nicht vergessen.
Straße. Na, Wednesday, jetzt bist du dran. Da brauchst du wohl dein Händchen, oder? Oh, was für ein furchtbarer Becher. Oma, du solltest deine Nerven schonen. Wednesday schüttet Schokolade in den Becher. Hier kommt noch etwas Schlagsahne obendrauf und natürlich Beerensirup. Sieht gut aus. Und ein paar Haribo-Gummibärchen. Oh, schaut euch dieses einzigartige Arrangement an. Die heiße Schokolade ist fertig. Oh, wow, schaut euch das an. Das sieht so schön aus und schmeckt richtig gut. Gefällt mir. Und das ist die heiße Schokolade von meiner Oma. Gefällt mir auch. What? Oh, wow, das sieht ja komisch aus. Seltsam, aber ich probiere mal. Auch nicht schlecht. Und wer gewinnt? Meine Schwester. Wir gratulieren dich. Die Runde geht an dich. Na, sieht so aus, als wären unsere Helden bereit für unsere nächste Runde. Was erwartet uns diesmal? Aha, sie wünscht sich ein paar Pommes. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, dieses Gericht zuzubereiten und zu servieren. Mal sehen, wer was kochen wird. Okay. Natürlich fangen wir mit den Kartoffeln an. Oh, die Schwester scheint die ganz schön seltsam zu schälen. Das scheint der Oma nicht zu gefallen. Aber andererseits, es ist ja ihre Lieblingsenkelin. Jetzt müssen wir die Kartoffeln irgendwie runternehmen. Und die Oma hilft dabei. Die Schwester schneidet die Kartoffeln mit einem speziellen Messer. Schaut euch dieses schöne Relief an. Es wird Zeit, ein bisschen Farbe hinzuzufügen. Wow, was für bunte Farben. Jetzt kommt etwas Öl auf die Pfanne. Und die bunten Kartoffeln kommen obendrauf. Großartig. Mit heißem Öl sollte man ganz schön vorsichtig sein. Vorsicht! Die bunten Pommes sind fertig. Die kommen jetzt auf den Teller. Und wir sind fertig. Come on! Die Oma bevorzugt eine klassische Version des Gerichts. Wow. Und manchmal ist die klassische Version die beste, nicht wahr? Oh ja, Pommes mit Ketchup, dieser vertraute Geschmack aus der Kindheit. Gut gemacht, Oma. Tja, ja, das habe ich toll gemacht. Und womit wird uns Wednesday diesmal überraschen? Die Kartoffeln von Wednesday sind bereit. Na, wie wird sie denn sie servieren? Ah, was ist das denn? Oh nein, Wednesday, du hast die Seite verwechselt. Oma, das solltest du dir nicht anschauen. Du Arme, du hast ja schwache Nerven. Wo waren wir? Ah ja, Pommes. Wednesday färbt die Kartoffeln schwarz. Wow, das sieht ja schön aus. Hier kommt noch etwas Ketchup rein und fertig sind wir. Sieht so aus, als würde die Schwester Wednesdays Gericht zu schätzen wissen. Mal sehen, was Margot dazu sagt. Na, was haben wir hier? What? Hä? Sind diese Kartoffeln verbrannt? Okay. Oh nee, die schmecken gut. Und mit Ketchup. Großartig. Oh, davon will ich gleich alles aufessen. Köstlich. Also, der nächste Kandidat. Sieht appetitlich aus. Ist auch nicht schlecht. Aber so wird's noch besser schmecken. Hm, mach's gut, Pommes. Njam, njam, njam. Voll lecker. Ich glaube, ich bin schon satt, aber diese will ich noch probieren. Oh, die sind so richtig schön bunt. Awesome. Das schmeckt auch richtig toll. Wow! Noch ein letztes Stückchen. Ups! Keine Sorge, mir geht's gut. Also Leute, seid ihr bereit für die nächste Runde? Na, lasst mal sehen. Pfannkuchen. Oh, das ist ja köstlich. Ich hoffe, unsere Helden wissen, wie man dieses wunderbare Gericht zubereitet. Na, los geht's. Oma ist immer die Erste. Sie gießt den Pfannkuchenteig vorsichtig auf die Pfanne. Seht ihr die Kruste? Das heißt, wir können das Ding umdrehen. Ah, dieser Pfannkuchen ist einfach perfekt. Das ist es, was jahrelange Erfahrung bedeutet.
Wednesday, was ist los mit dir? Sieht aus, als bräuchtest du hier Hilfe. Lass mich raten, schwarzer Farbstoff? Natürlich. Das ist ja schließlich Wednesday. Schön umrühren. Oh, ich glaube, die hat Spaß dabei. Na, wie auch immer. Jetzt aber braten. Sieht ja schön aus. Schwarz sieht einfach edel aus. Was ist deine Lieblingsfarbe? Schreib's mir in den Kommentaren. Und im nächsten Video machen wir vielleicht ein Gericht in deiner Lieblingsfarbe. Und inzwischen scheint die Schwester etwas Interessantes zu machen. Wow, das ist ja kein Pfannkuchen mehr, das ist ein Meisterwerk. Oh oh, irgendwas an dieser Farbe stimmt nicht. Na los! Au, das war ein Schuss direkt ins Auge. Ich hoffe, der Schwester geht's gut. Hauptsache nicht aufgeben, egal was passiert. Na, machen wir weiter? Oh, schaut euch dieses Einhorn an. Na, das sieht ja richtig, richtig toll aus. Oh, da ist die Oma aber ganz schön stolz auf ihre Enkelin. Und was hat die Oma da? Oh, das ist ja das gute alte Rezept mit Butter und Ahornsirup. Bei ihrem Anblick läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Ich glaube, die Pfannkuchen von Wednesday sind auch gebacken. Die sehen ganz schön ungewöhnlich aus. Wednesday gibt ihren Lieblingsbeerensirup hinzu. Schön viel davon. Wow, was ist das denn? Sind das Spinnen? Oh, Oma, beruhig dich. Diese Spinnen sind aus Schokolade. Also, probieren wir mal. Was zum Teufel ist das denn? Sieht ganz schön gruselig aus. Okay, den Pfannkuchen probiere ich. Nicht schlecht. Und was haben wir hier? Oh, sieht ja appetitlich aus. Schmeckt einfach super. Was ist das denn? Ein Einhorn? Ist ja süß und schmeckt köstlich. Juhu! Und diesmal gewinnt meine Schwester mit ihrem Einhorn. Oh, super, super, super. Ich habe gewonnen. Oma, schau da drüben hin. Ich habe gesagt, schau nach vorne. Also, ich wünsche mir Cola-Bonbons. Oh, das ist ganz einfach. Werde ich schaffen. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Schau her, Oma. Ich brauche erstmal eine Flasche Cola. Die öffne ich. Und ich lasse die Cola verschwinden. Ohne Hände sogar. Oh, schau mal her. Das war lecker. Bloß nicht das. Tut mir leid. Alles nur wegen der Cola. Sorry. Also zurück zum Kochen. Ich brauche diese Bonbons hier. Die kommen in die Flasche. Und hier kommt meine Geheimzutat. Das ist Maissirup. Ich habe ein bisschen gekleckert, aber das macht doch nichts. Alles läuft nach Plan. Genau das wollte ich. So, hier ist noch ein bisschen was übrig. Weg mit dem Glas. Das Glas hätte zerbrechen können. Hey, was treibt ihr denn? Ich bin fertig. Jetzt muss ich nur noch die Flasche schließen und ein bisschen schütteln. Fertig. Oh nein, die Flasche klebt an meiner Hand fest. Ah, lass mich los, blöde Flasche. Emma, ist alles in Ordnung? Ja, ich bin in Ordnung. Ach, meine Hand ist frei. Jetzt muss ich meine Flasche abkühlen. Was? Na, wie auch immer. Jetzt mache ich mich ans Zeug. Ich brauche erstmal Honig. Den lege ich in den Kühlschrank, damit er schön fest wird. Daraus mache ich das Bonbon. Oma, wo willst du hin? Ah ja, ich habe mich ein bisschen verlaufen. Na, worauf wartest du denn? Ich mache mich auch ans Zeug. Erstmal brauche ich Cola. Die kippe ich in die Bratpfanne hier. Jetzt nehme ich mir Cola Haribos und kipp die mit in die Cola. Jetzt noch ein bisschen Goldglitter für unsere kleine Prinzessin.
Jetzt muss ich das alles schön vermischen. Und unser goldenes Bonbon kommt in die Flasche. Vorsichtig durch einen Trichter einschütten. Ich brauche jeden einzelnen Tropfen. Na, das war's auch schon. Wow, voll cool. Nein, das ist überhaupt nicht wow. Ich zeig euch gleich etwas, was wow ist. Ich muss mein Bonbon einfrieren. Wow, was für ein Zauber ist das denn? Stehen wir etwa in Flammen? Mein Bonbon ist komplett eingefroren. Jetzt können wir es probieren. Ah, ich habe ja meinen Honig ganz vergessen. Den muss ich auch aus dem Kühlschrank holen. So, ich bin auch fertig. Oh, meine armen Finger. Ja, mein Ding ist auch fest geworden. Guten Appetit. Oh, ist das alles für mich? Ich probiere erstmal diesen Bären hier. Oh, das sieht ja toll aus. Lässt sich voll lang ziehen. Voll lecker. Und was haben wir hier drin? Oh, das glitzert ja wie Gold. Das schmeckt auch richtig lecker. Und jetzt das letzte Bonbon. Oh, wow. Das sieht ja mega toll aus. Das hat mir am meisten gefallen. Du hast gewonnen, Schwesterherz. Yeah, hab ich's doch gewusst. Ja, ja, ja. Ich wünsch mir eine Beere. Hey, Finger weg. Also, ich habe beschlossen, dass ich Waffeln möchte. Das machen wir. Also, ich kann's mal probieren. Ach, okay. Die Waffeln kann ich dir machen. Zuerst brauche ich genug Mehl. Jetzt ein bisschen Milch und Zucker und Butter und alles schön verrühren. Seht ihr, was ich kann? Das ist doch voll oldschool. Heutzutage kann man alles mit der Technik machen. Was? Ich werde schneller sein. Na komm schon, Oma, mach schon, du schaffst das. Ach, wie erbärmlich, wir geben auch einen Gang zu. Oh, wie soll das denn gehen? Ich muss schneller sein. Oma! Ich glaube, die Oma ist kaputt gegangen. Ist alles in Ordnung? Alles klar. Ich beobachte dich. Mein Teig ist fertig. Ihr wollt normale Waffeln? Das ist viel zu langweilig. Ich gebe Lebensmittelfarben zu meinem Teig. Daraus mache ich die buntesten Waffeln überhaupt. Schaut doch nur, was für schöne Farben ich hier habe. What? Ich mache das alles auf meine eigene Art und Weise. Wer braucht schon komplizierte Rezepte, wenn man einfach fertige Trockenmischungen benutzen kann? Die muss man schön verrühren. Und schon kann ich den Teig ins Waffeleisen geben. Ein bisschen abwarten und fertig ist die Waffel. Davon will ich gleich was probieren. Ich will ja nur auf eine Nummer sicher gehen, dass es auch lecker ist. Das ist super. Dir ist schon klar, dass wir hier in der Challenge sind. Meine Waffel ist auch schon fertig. Oh, die riecht super. Meine Waffeln kommen auf einen Teller. Oh, genau, ich gebe ein paar Blaubeeren hinzu. Oma, was hast du mir gesagt? Oh, nichts, nichts, nichts. Und was ist das hier? Ach, das ist Ahornsirup. Genau das, was wir brauchen. Und ein letzter Schliff duftende Minze direkt aus dem Garten. Was ist das für ein Geräusch? Mann, schmeckt das lecker. Ich kann einfach nicht aufhören. Macht euch keine Sorgen. Ich habe noch genug Teig übrig. Schaut mal. Was? Oh nein, ich habe nichts mehr. Was soll ich tun? Ups. Na, das habe ich dir doch gesagt. Ich werde mir was einfallen lassen. Ich muss doch was im Rucksack haben. Hä? Ein Kürbis? Ein Bobbit. Und ich dachte, ich hätte es verloren. Ein Huggy-Wuggy. Ich mag es. Na, hab ich's doch gesagt.
Also, ich muss mir diese Nudeln hier kochen. Was hast du vor? Das wirst du gleich sehen. Bingo! Oh, die riechen ja toll. Come on! Okay, und diese Nudeln gebe ich jetzt ins Waffeleisen. Hier ist noch was übrig. Ich glaube, wir sind fertig. Awesome! Das kommt auf den Teller. Und voilà, können wir probieren. Also, ich sag da nur kein Kommentar. Meine Waffel ist auch schon fertig. Hier fehlt nur noch ein letzter Schliff. Zu meiner Regenbogenwaffe gebe ich jetzt noch ein bisschen Schlagsahne. Und ein paar bunte Streusel. Oh. Das ist mal wieder ein Meisterwerk. Angeberin. Wir sind soweit. Guten Appetit. Hurra, meine Waffeln sind fertig. Oh, ich muss mal diesen Regenbogen auf den Wolken probieren. Das schmeckt richtig lecker. Cool. Ich will mehr davon. Hm, was haben wir hier? Ah, das sind meine Lieblingswaffeln. Oh, Mann. Die sind auch noch mit Ahornsirup und Blaubeeren. Das schmeckt einfach mega lecker. Okay, hier ist die letzte Waffel übrig. Die sieht ja seltsam aus. Okay, ich probiere sie einfach. Gefällt mir gar nicht. Ich muss sagen, die Oma hat gewonnen. Ja, habe ich doch gewusst, dass ich hier gewinnen würde. Ich verteidige mich. Na, warte. Hey, wir sind hier in der Challenge. Diesmal wünsche ich mir einen Donut. Oh, ich bin bereit für diese kulinarische Schlacht. Oreo mit Nutella. Was denn? Gib mir sofort was ab. Das schmeckt ja gut. Ich gebe Nutella in meine Schüssel. Jetzt kommen meine Oreos in diesen Sack hier. Und jetzt wird's Spaß machen. Ich muss mit dem Nudelholz meine Kekse zerkrümeln. Fertig. Jetzt brauche ich meine Hand. Mit der vermische ich die Kekse und die Nutella. Das ist richtig lecker geworden. Ach, Amateure. Okay, machen wir weiter. Mein Teig kommt in ein extra Donut-Eisen. Schaut euch diese herrlichen Donuts an. Die sehen schon richtig appetitlich aus. Und damit die noch besser werden, kippe ich Puderzucker darüber. Wunderbar. Schau dir dieses Meisterwerk an. Ja, sieht toll aus, aber meine werden besser sein. Die riechen ja gut. Und was macht die Chefköchin? Ich bin auch schon fast fertig. Meine Donuts schneide ich in zwei Hälften. Jetzt nehme ich mir süßen Erdbeersirup. Okay. Und gebe ihn zu meinen Donuts. Jetzt muss ich die Hälften wieder verbinden. Schon habe ich Donuts mit Füllung. Jetzt brauche ich Marshmallow-Creme. Daraus mache ich die leckerste Glasur aller Zeiten. Und natürlich die Streusel nicht vergessen. Ich meine, Donuts ohne bunte Streusel sind für die Katz. Also, ich bin fertig. Ah, danke, dass du mich dran erinnert hast. Ich kipp noch Nutella über meine Donuts. So werden die noch leckerer. Wir sind fertig. Bitte sehr. Boah, die sehen ja alle schön aus. Ich probiere erstmal die bunten hier. Schmeckt richtig lecker. Natürlich schmeckt das lecker, meine Kleine. Jetzt probiere ich diese Donuts hier. Ah, die sind mit Puderzucker. Okay. Auch schön lecker. Hab ich's doch gewusst. Awesome! Und wir gehen weiter. Oh, die sehen ja appetitlich aus. Und die riechen so toll. Das ist ja meine Lieblingsnutella. Eindeutig, diese Schokodonuts haben gewonnen. Ja, hab ich's doch gewusst. Dankeschön. Es wird Zeit, dass wir das feiern. Hey, wacht auf. Ich wünsche mir ein Spiegelei. Ach, das ist doch ganz einfach. Ein Spiegelei? Ich kann es probieren.
Hey, Oma, schlaf nicht. Ich schlaf auch nicht. Spiegelei kann ich machen. Also, zuerst nehme ich mir eine Paprika und schneide sie in Stücke. Jetzt nehme ich mir diese Paprikaringe und kipp sie auf meine Bratpfanne. Und da kommt jetzt mein Ei rein. Ein bisschen Salz und Pfeffer und fertig sind wir. Ah, alles klar. Erstmal Öl reingeben, schön viel davon. Nein, noch nicht so viel, das kann gefährlich sein. Jetzt brauche ich ein paar Eier. Diese Eiergrimassen sind so lustig. Eierschale zerbrechen. Die Schale brauche ich nicht. Und jetzt über die Bratpfanne verteilen. Ups, tut mir leid. Ich bitte euch, ein Spiegelei ist doch ein Kinderspiel. Erstmal das Ei aufschlagen. Jetzt das Eigelb vom Eiweiß trennen. Jetzt nehme ich mir eine Spritze und fülle das Eiweiß hier rein. Das kommt auf die Bratpfanne. Jetzt fülle ich die Spritze mit dem Eigelb und gebe es zu dem Eiweiß. Fertig. Oh, wir brennen. Oh, alles ist in Ordnung. Ich habe noch alles retten können. Oh, Menno, mein Spiegelei ist verbrannt. Aber ich weiß, was mir helfen kann. Einfach nur genug Ketchup. Ups, ich glaube, ich habe es ein bisschen übertrieben. Ach, komm schon, mach dir nichts raus. Mein kleines Miniaturmeisterwerk ist fast fertig. Nice. Guten Appetit. Ist ja nur Ketchup drin. Das will ich noch nicht einmal probieren. Eher nicht. Nein, danke. Das sieht viel cooler aus. Ich mag keine Paprika. Und was ist das hier? Oh, das sind ja Mini-Spiegeleier. Die sind so klein und so fein. Genau das habe ich mir gewünscht. Das war richtig toll. Awesome. Ich bin satt. Dieses Gericht hat gewonnen. Hurra, hurra, hurra. Nur das habe ich erwarten können. Ahem, reißt euch zusammen, wir fangen gleich an. Na, was haben wir denn da? Oh, ein Salat. Na, sind alle bereit? Gleich werden wir herausfinden, wer von unseren Teilnehmern dieses Gericht am besten kochen kann. Der Professor beginnt. Was macht er denn da? Er kippt Erde in den Blumentopf. Was ist das denn? Magische Samen? Na, mal sehen, was daraus wächst. Oh, er hat so viele reingepackt, das wird langsam gruselig. Und jetzt gießt er etwas Wasser darüber. Aber er hat wohl zu viele Samen reingesteckt und zu viel Wasser reingefügt. Oh, das mache ich gleich wieder gut. Ich brauche nur ein Küchentuch. Jetzt ist alles in Ordnung. Oh, was ist denn hier los? Wow, das ist ja frischer Salat. Unglaublich. Der Professor ist bereit, den Salat zu ernten. Er schneidet ihn einfach ab und legt ihn auf den Teller. Jetzt braucht er ein Stück Baguette. Und ein paar Leckerschmecker Bohnen aus der Dose. So in etwa. Was ist das denn für ein Dinosaurier, Professor? Oh, was für eine Arbeit. Was sagt denn wohl die Schwester dazu? Hey, du brauchst das Gemüse doch für den Salat. Na also, das machst du gut so. Jetzt schneidet sie das Gemüse in Scheiben, legt das Salatblatt hin, Paprika. Oh, das ist ja ein richtig niedliches Bild. Ich glaube, das müsste Rosi gefallen. Aber macht euch bereit, das Gericht des Kochs zu sehen. Die ist eindeutig nicht in der Stimmung für Witze. Sie braucht ein bisschen weiße Soße. Die schmiert sie vorsichtig auf den Teller. Jetzt zwei Scheiben Brot. Die kommen in den Mixer. Ist das dein Ernst? Ganz schön ungewöhnlich. Und was macht sie weiter? Die entstandenen Krümel kommen auf den Teller. Und jetzt schneidet sie das Gemüse in dünne Scheiben.
Das sieht ja ganz schön elegant aus. Oh, dieses Radieschen sieht ja schon ganz schön appetitlich aus. Unglaublich. Schaut euch diese Schönheit an. Tja, die Chefköchin ist nun mal ein echter Profi. Sieht so aus, als wäre das Gericht fertig. Was haben wir denn da? Oh, was für ein ungewöhnlicher Salat. Probieren wir mal. Voll der leckere Schokosaurier. Und was ist das? Ich hasse Bohnen. Ekelhaft. What? Und jetzt probieren wir diesen Salat. Was für lustige Augen. Und außerdem schmecken die richtig lecker. Jetzt mache ich mich an den dritten Salat. Ich hoffe, der wird mir gefallen. Schmeckt ja gar nicht. Voll ätzend. Das hat mir auch nicht gefallen. Dieser Salat hat gewonnen. Yeah, hab ich's doch gewusst. Ich bin die beste Köchin aller Zeiten. Professor, es ist gerade nicht die Zeit für neue Experimente. In dieser Runde sollt ihr einen Milkshake machen. Magst du Milkshakes? Was ist dein Lieblingsgeschmack? Schreib uns das in die Kommentare. Und vielleicht machen wir beim nächsten Mal deinen Lieblingsmilkshake. Der Professor kann es kaum erwarten, mit dem Kochen anzufangen. Das sieht aber gerade nach Chemieunterricht aus. Unser Professor ist ganz schön gut darin, ungewöhnliche Flüssigkeiten zu vermischen. Jetzt fügt er seine geheime Zutat hinzu. Oh, schaut euch diese Bläschen an. Sieht aus, als wäre das Getränk fertig. Rosi hat sich zwar einen Milkshake gewünscht, aber das sieht zumindest originell aus. Sieht so aus, als hätte die Schwester Lust auf eine Dose Limonade. Aber die scheint gar nicht so einfach zu öffnen zu sein. Ich muss einfach mal gut schütteln. Keine schlechte Idee, oder? Nein, das war es nicht. Jetzt bist du klatschnass. Das ist ja ganz schön peinlich. Ist zwar schade, aber noch so ein bisschen Limo hat sie ja übrig. Wenn es auch nur ein ganz kleines bisschen ist. Oh, schaut euch diese Kugeln an. Jetzt wird's Zeit für Schlagsahne. Sieht ganz schön appetitlich aus. Goldbeeren, genau das, was wir brauchen. Sieht gut aus. Und was wird wohl die Chefköchin machen? Na, dann zeig uns doch mal, wie das Profis machen. Aha, für dieses Rezept brauchen wir wohl einen Kühlschrank. Und jetzt ein bisschen abwarten. Die Schwester hingegen ist schon fast fertig. Hier kommen nur noch ein paar Lutscher rein. Es ist genug Zeit vergangen. Und wir holen die Eiskugel raus. Soweit nichts Besonderes. Eine ganz einfache Eiskugel. Und was passiert jetzt? Sie macht ein Loch und lässt alle Flüssigkeit rausfließen. Jetzt öffnen wir eine Dose Cola und füllen sie in eine Spritze. Was wird wohl jetzt passieren? Wow, das sieht ja cool aus. Dieses Rezept mag vielleicht unglaublich kompliziert sein, aber ich bin mir sicher, es ist es wert. Unglaublich. Dieser Cocktail fällt doch gleich auseinander, oder? Genau das ist passiert. Zu schade, Rosi. Jetzt musst du wohl aus zwei Kandidaten einen wählen. Wow, das ist ja ein lustiger Rauch. Ist das auch trinkbar? Oh ja, schmeckt einfach köstlich. Ich liebe es. Und jetzt probiere ich das hier. Oh, das schmeckt einfach furchtbar. Wir haben einen Gewinner. Na endlich, ein verdienter Sieg, ja.